habe einen langen Weg hinter mir und ich hoffe, dass ich noch. Und ich hoffe, dass ich auch noch einen langen Weg vor mir habe. Hast du, kannst du mich noch mal erinnern an deine erste Mucke, als du zum ersten Mal auf der Bühne gestanden hast? Du hast auch einen langen Weg hinter dir. Ja. Und zwar war das bei einem Schulfest, wenn ich mich richtig entsinne. Da war ich noch in der Schule und habe damals versucht, Schlagzeug zu spielen. Und wir hatten übrigens auch eine Pulis-Nummer im Programm. Die habe ich zufällig dabei. Ja. Also der da versucht, Schlagzeug zu spielen, das bin ich. Dann spielst du jetzt mal an, ja? Far From Home heißt dieses Stück und am 8. Dezember, nein, das war nächsten Tag eigentlich erst, kam unser Produzent ins Studio und sagte, John Lennon ist erschossen worden. Und an diesem Tag konnten wir natürlich nicht arbeiten, weil auch unser Produzent Journalist war, Musikjournalist und hat an dem Tag natürlich alle Hände voll zu tun, um ja, journalistische Arbeit zu leisten. Und wir saßen also rum und haben nichts tun können und einfach auch vor Bestürzung, vor Trauer. Und da stand ein Klavier rum und da habe ich mich rangesetzt und da ist dann diese Phrase entstanden. So mit einem Finger. Und daraus ist dann entstanden Hey John, zu Ehren von John Lennon. Ich bin es heute zum allerersten Mal, das können wir das einigermaßen hinkriegen, live.
Und das Stück heißt Bessere Tage.
Porsches verschätzen die unbekannte Sehnsucht. Direkt als Darsteller mitgespielt. Katharina Thalbach hat die Hauptrolle gespielt und wir hatten auch eine sozusagen Kussszene. In der ich relativ unbeholfen war, aber im Normalfall natürlich nicht, aber das war schon eine andere Nummer und so, aber die hat das hervorragend, die hat es in die Hand genommen und das geht gut. Und auf jeden Fall ist... Übrigens habe ich hier ein bisschen Nachbarn im Ring hier. Ich höre dich gerade nicht. Ich habe gesagt, du bringst dir direkt ein bisschen Nachtleben rein hier. Ja, ja. Weil es schon nicht dunkel ist. Auf jeden Fall ist das sozusagen eine sehr schöne Filmmusik geworden, wie ich finde. Und ich habe da sozusagen hier das Hauptthema mal mitgebracht. Und auf der akustischen Gitarre mit ein bisschen Orchesterbegleitung. Und vielleicht spielen wir das einfach mal los jetzt, ja. Thank you.
wie alles wäre.